Der Typ hat ein Second-Hand-Vegetarier-Gebiss. Und diese Grabsteine, ne? Für euch alle, wenn ihr Probleme mit dem Kerl habt, diese Grabsteine sind euer bester Freund. Egal welche Waffe ihr habt, fahrt sie aus. Ihr kommt damit durch. Seht ihr? Er leider auch. Aber was nicht passiert ist, er kann euch nicht reposten. Also wenn er euch mit der Knarre trifft, wenn, dann wird er das nicht gleich mit einem Visceral Attack bestrafen. Father Gascoigne selbst ist ziemlich leicht zu unterbrechen. Oh. Ach. Auch wenn er seine Axt hat, sind diese Grabsteine immer noch eure besten Freunde. Und macht euch keine Hoffnung. So viel Damage, wie der mit der Knarre macht, werden wir nie machen. Das ist echt Ausnahme, dass der so viel Schaden fährt. Das ist der Boss-Bonus sozusagen. Geladener Angriff. Ach, ich hasse das, dass er mit seiner Knarre so viel Damage macht, ne? Oh. Ja. Was für eine schlechtes Timing zum Heilen von mir. Und obwohl er auch den Blunderbuss hat, macht er damit so viel Schaden. Frechheit. Wird es nicht langsam Zeit, Vater? Ah, geil, Alter! Oh. Mein Gott. Ich stecke, glaube ich, fest. Nein, aber ich sehe nur noch seinen Rücken. Guck mal, wie der abgeht, ey. Da hilft auch kein Grabstein mehr. Wow! Alter, kannst du Distanzen zurücklegen. Chill mal, Bro. Alter Schwede, kannst du Distanzen zurücklegen. Das hatte ich überhaupt nicht mehr in Erinnerung. Puh. Puh. So ein Penner. So ein Penner. Er ist nicht stark, aber er macht Krach. Er macht ziemlich viel Krach. Sagen wir es mal so. Viel Wirbel und viel Show und also wirklich viel HP hat der nicht. Man muss dann einmal kurz die Arschbacken zusammenkneifen und kontern und dann ist alles wieder vorbei. So, was liegt denn hier? Eine Frau. Körper durchsuchen. Oh nein! Das war gespielt. Falls ihr dachtet, ich habe wirklich so reagiert, war das meine Schauspielkunst. Sie ist tot. Von ihrem eigenen Ehemann. Kaputt gemacht. Und es gibt nichts, was dagegen spricht, hier einfach mal ein paar Meter weiter zu gehen, die Laternen zu berühren. Und mit einem NPC zu schnacken. Da spricht überhaupt nichts gegen. Kletter doch bitte schneller. Danke. Da lag... Genau, da lag was. Ich muss mal eben näher ran. Die Birkenwurfspinne verbirgt alle möglichen Rituale. Eine furchtbare Schande. Es bringt mich zum Schaudern. Okay, das erste verstehe ich. Das zweite irgendwie so überhaupt nicht. Sie verbirgt die Rituale zum Schutz. Blutsteinwerkstattwerkzeug. Aber noch haben wir keine Blutsteine. Das sind Sockel, die man in die Waffe einsetzen kann. Alter, wer baut solche Türen, mein Gott.
Kathedralenbezirk. Klink. Und diese zerlaufende Wachsfigur ist einer der nettesten NPCs im Spiel. Hm? Oh, ihr müsst eine Jägerin sein. Das stimmt. Verzeiht, der Weihrauch muss euren Geruch überdeckt haben. Gut, gut. Ich habe auf einen von euch gewartet. Wegen dieser Jagden haben sich alle drinnen verschanzt. Und warten darauf, dass es endet. Das tut es immer. Das war schon immer so, wisst ihr? Seit Ewigkeiten. Aber dieses Mal wird es kein gutes Ende nehmen. Sogar in ihren Verstecken werden manche böse. Das Schreien der Frauen, der Geruch von Blut, das Knurren der Bestien. Es ist nichts Ungewöhnliches mehr. Janam ist am Ende, das sage ich euch. Aber wenn ihr jemanden trefft, der seinen Verstand beisammen hat, erzählt von der Oedon-Kapelle hier. Hier ist man in Sicherheit. Der Weihrauch hält die Bestien ab. Erzählt es allen. Sagt allen, sie sollen herkommen. Wenn es euch nichts ausmacht. Komischer Vogel. Ich weiß, ich sollte nicht darum bitten, aber wenn ihr auf der Jagd jemanden trefft, erzählt ihm, falls sie es wert sind, davon zu erfahren, zumindest. Och, ich hoffe wirklich, dass sie das sind. Ist er nicht lieb? Er sieht komisch aus und dafür habe ich auch keine Erklärung, was bei dem durchs Gesicht gefahren ist. Mit einem Laster. Zweimal. Aber wir wollen ja auch hier niemanden beurteilen. Da. Schade, dass man nicht sauberer wird, wenn man durchs Wasser läuft. Das wäre lustig. Okay, dann bringen wir mal die rote Brosche zurück, schlage ich mal vor. Und suchen diese alte Nervensäge. Und erzählen ihr von dieser Kapelle. Auch wenn sie es nicht verdient hat. Mal hier. Gut, die Alte, die kriegen wir, wenn wir da rumlaufen. Und das Broschenmädchen kriegen wir am schnellsten, wenn wir... Genau, machen wir zuerst das Broschenmädchen. Ich habe den Fahrstuhl weggeschickt. Ah, Kacke. Danke für diese Sicherheitszäune. Da kann sich Dark Souls noch was abschneiden. Finde ich großartig, dass man hier nichts in den Tod stürzen kann und man so eine Sicherheitszaun hat. Das könnte hier auch Deutschland sein. Alles genormt nach DIN. Wunderbar. Los geht's. Ab nach oben. Hier ist ja fast alles tot. Wir können uns relativ ungestört bewegen. Und jetzt bewegen wir uns Gehirnzellen zur Oma zuerst. Und zu dem Mädchen kommen wir am besten durch die Kanalisation, würde ich sagen, weil hier können wir ja nicht hoch und da sind wir ja runtergesprungen vorhin. Hallo Oma. Ne. Hier, klopf. Ich habe vieles gehört. Sich zu Hause einzuschließen reicht nicht immer aus. Würde die Jäger den Hintern bewegen, hätten wir diese Probleme nicht. Ihr seid dazu verpflichtet, mir zu helfen. Hört ihr? Also, wie ist es? Erzählt ihr mir davon oder nicht? Von der Odeon-Kapelle erzählen, ja? Also, was wisst ihr? Eine Fremde, die etwas taugt. Na los, geht da nicht so herum. Habt ihr nichts zu tun? Schlitzt ein paar Kehlen auf. Bringt dieses Chaos in Ordnung. Ja, Oma ist noch ganz offensichtlich bei Verstand. Jeder, der was anderes behauptet, ist ein Lügner. Ich dachte, ich hätte da was gesehen. Aber es sind nur die komischen Reflexionen von den Wänden. Oh, ich liebe übrigens diese Atmosphäre von Bloodborne. Shinji Inoue wäre stolz. Wer Shinji Inoue nicht kennt, das ist ein legendärer Horrorzeichner, der sich massiv mit diesem ganzen Eldritch-Thema beschäftigt. Er war auch derjenige, der mit Kojima an PT hätte arbeiten sollen. Das hätte ein Horror werden können zum Einscheißen. Und wir sollten alle, also alle Souls-Fans und Horror-Fans, sollten unbedingt Death Stranding im Auge behalten, das neue Projekt von Kojima, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass Shinji Inoue da an Bord sein wird.
jetzt wo sich die beiden kennengelernt haben. Solche Persönlichkeiten ziehen sich an. Yeah, Ragdoll. So, Kleines, ich hab deine Mutti mit. Zumindest das, was ich von ihr mitnehmen konnte. Hallo, Frau Jägerin. Ihr habt meine Mami noch nicht gefunden? Doch, das hab ich. Das hab ich. Hier hast du die Brosche. Frau Jägerin, war es wirklich sie? Ja. Nicht weinen, Alex. Das hören sonst die Zuschauer. Übrigens, dein Papi hat deine Mami getötet. Danach habe ich dein Papi getötet. Aber vermutlich willst du das jetzt nicht hören. Nein, vermutlich willst du das jetzt wirklich nicht hören. Okay, hallo Hund. Als Maul und komm her. Genauso. Haben wir noch einen Cocktail? Nein, haben wir nicht. Aber ich will das Ding hier mal raus haben. Haben wir jetzt genug HP, um ganz furchtbar dreist da reinzufallen? Oder wir nutzen den Brunnen. Hallo Jungs. Mist, ich wollte doch den Brunnen nutzen, damit er mich nicht anschießen kann. Die kennen aber auch echt keine Pausen zwischen ihren Angriffen, ne? Da ist ein Brunnen, du Idiot. Und du schießt da die ganze Zeit gegen. Du Idiot. So, kann man hier noch was looten? Molotow-Cocktails und vielleicht Blutfiolen? Nein? Okay. Wisst ihr was? Lasst uns diesen letzten Gegenstand gemeinsam aufheben, bevor es dann nach Altjanem geht. Da kratzen wir dann nochmal 10.000 Seelen zusammen in Altjanem, um das Zeichen des Gärtens zu kaufen. Hey, Sackgesicht! Lauf doch jetzt nicht. Oh. Wisst ihr, was man jetzt nicht machen darf? Man darf da jetzt nicht einfach blind Geronimo und ab dafür, ne? Das geht ins Auge. Kräftiger Blutcocktail. Reifer Blutcocktail, der einen beißenden Geruch verbreitet, der blutdürstigen Bestien anzieht, wenn er geworfen wird. Damit kann man Gegner ablenken. Ein kostbares Werkzeug, leider mit kleinem Vorrat. In Janem wird mehr Blut als Alkohol produziert, da ersteres shit! Ich dachte, ich stand schon an der richtigen Plattform. Das tat ich ganz offensichtlich nicht. Blutfiolen. Ah, wir stehen kurz vor den 10.000 Seelen. Lohnt sich das nochmal, hier alles umzubringen? Ich glaube nicht, dass wir 1.300 zusammenkriegen. Ah! Natürlich keine Visceral Attack. Warum auch? Ich mache das hier auch alles nur zum Spaß. Wirklich, ich mache das alles zum Spaß. Glaubt ihr, ich werde dafür bezahlt? Nein, ich werde dafür nicht bezahlt. Miau. Mami. Wieso lässt sie die leider nicht los? Ich will Drop Attack machen. Ah! Oh mein Gott! Das muss eine neue Notiz sein. Ich weiß, es ist alles nicht sehr elegant, was ich gerade mache, aber ich habe auch gar keinen Bock, jetzt elegant zu sein. Da habt ihr gerade gesehen, Notizen lohnen sich. Es gibt übrigens einen Trick, wie man diesen Ratten ganz furchtbar leicht ausweichen kann. Und zwar Körpersprache. Passt auf, jedes Mal, wenn sie anfangen, in die Luft zu beißen, braucht ihr gar nicht zu warten, bis sie losspringen, sondern weicht einfach schon pauschal aus. Achtung! Die riechen nämlich, sie sind blind. Das gleiche gilt auch für ihren Sprung.
Sobald ihr Kopf hochgeht zum Schnüffeln, könnt ihr einfach schon ausweichen. Weil ihre Flugbahn ist dann schon vorbestimmt. Wieso liegt hier nichts? Ich bin hierher gekommen, um hier was aufzuheben. Und dann liegt hier nichts. Ich krieg einen Anfall. Einen mittelschweren. Tschüss. Zugefügtes Organ. Besonderes Material für das Ritual des Heiligen Kelchs. Besonders von der Heiligen Kirche gesammelte Körperteile. Was sollte der grausame Köder anlocken? Der Gewehrspeer kommt bald. Der Gewehrspeer kommt tatsächlich bald. Die Werkstatt ketzern den Pulverfässern. Na komm, Ladebildschirm. Ich habe gerade erst noch erzählt, wie schön schnell du immer vorbeigehst. Und jetzt eierst du so ewig hin und her. Gut, guck mal, wer da sitzt. Hallo, Öhmchen. Oh nein, ich habe das nicht vergessen. Glaubt ihr, ich schulde euch etwas? Na, das ist ein guter Witz, muss ich sagen. Diese ganzen Probleme, die Janam hat, daran seid nur ihr umtriebigen Fremden schuld. Unser Blut ist ruiniert. Verdorben durch euch. Kommt mir nicht zu nahe. Ich kenne Leute wie euch. Ich mag die deutsche Synchro nicht. Ich lasse sie an für euch, aber ich mag sie nicht. Die Stimme passt überhaupt nicht zu ihr. Das ist eine Oma, die sich kaum auf den Beinen halten kann. Und sie klingt wie 10 Jahre Ehe. Also viel zu jung und es passt nicht. Die Stimme zittert nicht genug und nee, finde ich, irgendwie ist das alles, wenn man die Englische kennt, dann weiß man, wie die Oma klingen kann. Und zwar anders als das. Wir gehen jetzt kurz das Schwein besuchen. Ich habe nämlich die Hoffnung, dass das Schwein was für uns hat. Jetzt, wo die Oma auch in der Kapelle saß, die nehmen wir hier noch mit. Weil Blutelixiere sammelt man am besten auf der Straße. Na Mann, ey! Ich kann mich da noch nicht bewegen, du Arschloch! Blutfiolen, Entschuldigung. Blutfiolen. So, dann schubsen wir mal den Typen mit dem... Flammenwerfer an, genau. Scheiße, ich dachte, den kriege ich noch. Oh, das gibt's doch nicht. Hör doch mal auf, ihm ins Gesicht zu rollen. Mann, ey. So, ich gehe mal eben schnell das einsammeln, was auch immer die liegen gelassen haben. Und dann besuchen wir das Schwein von dieser Seite der Brücke, nicht von der anderen Seite der Brücke. Einfach, weil ich von dieser Seite der Brücke das Timing mit dem Schwein ganz gut konnte. Von der anderen Seite so gar nicht. Was man bei dem Schwein einfach machen muss, ist laufen. Und zwar wirklich furchtlos auf das Schwein zulaufen. Es schreit nochmal und dann ist man in diesem Raum drin. Ist auch exakt der perfekte Angriff, den ich haben wollte. Dann kann man ihm einmal hinten reingreifen. So, ist das schon der richtige Loot? Blutfiolen. Ah ja, die rote Bodenschleife. Was das ist, ich sag's mal so, wir brauchen nicht mehr zum kleinen Mädchen hinzugehen. rote Schleife, die Boten seltsam gern haben. Das dichte, hervorstehende Rot wurde aus den Organen irgendeines glücklosen Opfers geworden. Wirklich eine seltsame Wahl, aber vielleicht dient dieses Accessory Boten zum Tragen. Ja. Das war das kleine Mädchen, das das Haus verlassen hat. Ich weiß nicht warum und ich weiß auch nicht, was es gesucht hat. Aber es ist tot, es wurde vom Schwein gefressen. Schon beeindruckend, dass das überhaupt so weit gekommen ist. Und wir brauchen dieses Accessoire.
Wer diese Quest nicht machen will, der kann die Brosche auch zerstören und kriegt dafür Blutsteine. Die Blutsteine sind aber nicht unbedingt der Rede wert, also dann doch lieber die Quest machen, meiner Meinung nach. Ab in den Traum und dann ziehen wir mal den Boten das Kleidchen an. Große Botenschleife, da wäre sie in weiß. Oh wow. Haben wir jetzt etwa die Gelegenheit, ein super seltenes Event zu erleben? Das ist ultra rare, das passiert ganz selten. Dass sie da sitzt und betet, hört bitte genau hin, ich werde jetzt kein Wort sagen. Es gibt Leute, die haben das nicht ein einziges Mal gehabt, obwohl sie das Spiel durchgespielt haben. Das ist ja echt hammergeil. Shit. Wieso hast du nicht gebetet? Willkommen daheim, gute Jägerin. Was wünscht ihr? Scheiße, hätte ich sie von der anderen Seite. Ich glaube, ich hätte sie von der anderen Seite und dann hätte ich zuhören müssen. Ich bin ihr zu nahe gekommen. Wenn sie da kniet, geht bitte von der anderen Seite ran und hört euch an, was sie sagt, ohne dass ihr sie aufschreckt. Hier habt ihr die Schleifen. Das sieht so schick aus. Das ist wunderschön. Das könnt ihr behalten. Und ein letztes Mal noch für alle, die es immer noch nicht mitgekriegt haben. Hier kauft ihr die kleine nachhallende Glocke, um die Hilfe beim PvE anzubieten. Und hier gibt es auch die finstere Glocke zu kaufen, aber erst nachdem ihr die kleine gekauft habt. Und mit der könnt ihr dann PvP machen. Gascoins Kappe, hier werden die Boss-Sachen auftauchen. Von Vater Gascoin getragene Jägertracht. Ähnelt der in der Werkstatt hergestellten Jägerkleidung, aber ist von einem beißenden Bestiengestank verdorben, der Gascoin zerfrisst. Vater heißen Kleriker in einem fremden Land und es gibt keinen derartigen Rang in der heiligen Kirche. Also Father Gascoin ist ein Hinzugewanderter und irgendwas hatte der ziemlich hohen Resistenzwert. War das Feuer? Der hat einen relativ geringen Abwehr, physische Abwehr, aber ich glaube, der Feuerwert war bei dem ziemlich hoch. Genau, wenn man den Father Gascoin mit Feuer bewirft, bevor er sich verwandelt, macht das nicht so viel Schaden. Und er hat sehr geringe Wahnsinnig-Resistenzen. Das ist nicht so schlimm. Man braucht das nur an zwei Stellen des Spiels und dann kann man sich auch speziell für ankleiden. Wollen wir noch schnell mit ihm hier reden? Ich glaube, der hat News für uns. Der Mond ist nah. Das wird heute Nacht eine lange Jagd. Ich sag dir das. Wenn die Bestien größer werden und eure Lebensgeister auslöschen wollen, sucht einen heiligen Kelch, so wie alle anderen Jäger vor euch. Ein heiliger Kelch zeigt euch das Grab der Götter, wo Jäger an der Gemeinschaft teilhaben. Die meisten der heiligen Kelche liegen tief unten im Grab der Götter. Und die wenigen, die an die Oberfläche gefunden haben, gingen in den Händen der Menschen verloren. Doch wenn die alten Jäger sagen wahr sind, wird einer der heiligen Kelche im Weiler im Tal angebetet. Doch dort herrscht Chaos. Er wurde niedergebrannt und verlassen. Aus Furcht vor der Plage und beherbergt nur noch Bestien. Der perfekte Ort für Jäger findet ihr nicht. Da sind schon zwei Jäger übrigens, falls du es nicht wusstest. Father Gascoin. Einer der Heiligen. Wusstet ihr, dass der Typ ein Holzbein hat? Das glaubt man gar nicht, wenn er, ich will jetzt nicht spoilern, aber er hat ein Holzbein. Gut, dann geht's in der nächsten...
Willst du nicht mal beten? Nein? Okay. In der nächsten Episode geht's dann nach Alt-Janem und da holen wir uns doch mal diesen Kelch, den die Leute da anbeten. Ne? Bis dahin, macht es gut alle zusammen. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao, ciao.